19 Leute in der Sequenz, Let's Play Darksiders! Gerade in der Träubchenjagd, nenne ich es einfach mal so. Ultan möchte da mit uns ein bisschen was quatschen und Uriel. Ich glaube, sie ist Uriel. Die blöde Kuh, die meinte da. Ja, du verteidigst, Mann. Meinte da Stress zu schieben und ja, jetzt ballern wir erstmal hier die Ficker weg. Ja, geht doch. Er hat mich wieder eingeholt. Das ist nicht richtig. Ich habe irgendwo eine Truhe. Da muss ich gleich lang. Da war eine Truhe. So. Aktive. Bäm. Bisch! Bin dabei. Jetzt kann Ultan nämlich hier durchlatschen und. Yep. Das wird jetzt gleich richtig geil, das wird jetzt hier lustig, das wird kaputt gehen, das wird zu Bruch gehen. Dann ist nämlich der Spasti, der da verantwortlich ist, der hat auch so eine fette Wumme. Werde ich jetzt hier ein bisschen hart ficken. Das Beste ist, wenn dieser Typ stirbt, kriege ich eine geile fette Wumme. Und die kann ich mir auch nehmen. Ich mich richtig leichtes Spiel. Irgendwie eine fucking Waffe, mit der ich auch einigermaßen umgehen kann, hoffe ich. Meins. Die Vergeltung heißt die Waffe. Ja, im Prinzip wie Horst. Ich kann so keine schnelle Schüsse machen. Ich kann aber auch. So, hier. Ja, dein Ende ist auch nah, Junge, hier. Ich sollte vielleicht in Verteidigung gehen. Ein bisschen zur Seite. Brauchst du nicht, mein Schatz, so. Er wäre aber vielleicht besser für euch. Nämlich ist ein bisschen dumm. Oh, Alter, noch mehr. Blöd, dass die halt nicht automatisch ihr Ziel suchen. Das war richtig praktisch. Ja, das ist aber ziemlich dumm, wenn ihr nicht nachgibt, vor allem wenn du hier hinkommst. Komm mal die Augen auf. Wenn ihr Spastis. Oh, die steht immer noch. Ja, das kannst du so oft betonen, wie du willst. Bam. Bam. Ach, schon weggefegt. Gut, mit dem Teil hat man auch wirklich ein leichtes Spiel. Also, das siehst du ja und es geht vor allem richtig gut sehen. Ah, kann ich wieder shoppen bei Wohlkommen. Hier, wo ist denn jetzt hier wieder? Da ist Ulta. Ulta, du brauchst ein bisschen lange, ne? Jetzt bin ich hier offen, das ist nicht gut. Hier sind Felsen. Kann man sich dahinter verstecken. Ulta, ich helfe dir. Du brauchst ja ein bisschen irgendwie, ne? Oh, fuck! Hat mich ja ernsthaft einer rübergeschmissen. Ich raste aus. Das ist doch nicht dein fucking Ernst, ne? Was bist du für ein Behinderter? Dreckstyp, Alter. Drecksengel. Ja, mit Fernmitteln kämpfen war. Ja, durch das Paradies und Himmel wahrlich verdient. Ich bin nur so schweinerlich und Priester, Alter. Ultern, alles safe? Kommst du voran oder muss ich jetzt noch was machen hier? Also ich, was machen muss ich definitiv, aber. Könntest du bitte hier das kaputt klatschen? Achtung. Definiere Achtung. Baum fällt oder. Geil, danke. Hier drüben, Fremder. Ja, der ist schon wieder so ein fetter Kackvogel. Eine fette Taube, die da in. Oh fuck. Jo, ich hab hier meine Täubchen.
Mann, die Waffen ja hier drauf zimmern. Die dicken Burschen, die nerven ein bisschen, ne? Hallo? Ich werde dich vom Himmel holen. Ja, ich kann's jetzt gerade. Oh shit, nicht ändern ist schlecht. Oh Junge, hier wuschteln mir gerade ein bisschen zu viele Gefliegen über geflügelte Ficker rum. Also Gefliegen, Alter. Ich bin richtig schon fertig mit den Nerven. Habe ich den Teller gedrückt? Nein. So, muss rein. Der Reim. Da ist. Der Junge, ich wollte noch Leads, Alter. Muss ich schon abdrücken. Gerade irgendwer, der mir auf den Sack gehen will. Wenn nicht, dann würde ich die gerne einmal kriegen. Und ich muss da eh hoch und das geht mit der Waffe nicht. Und da vorne ist eine Truhe, die wollte ich gerne haben. Sultan gibt Kit. Bitte. Da vorne ist nämlich noch was, wo ich ran kann. Mutig. Ah, geil, aber dafür gib mir doch was. Nicht aufs Maul. Hochstuhl vom Zornkern. Nice. Guck mal, jetzt habe ich 3 Zornkern. Auch schön, das zu sehen. Ja, auf dich. Kann ich jetzt hier durch? Bist du. Ah, komm, scheiß drauf. Hierher, verdammt nochmal! Ja, chill mal deine Nuggets, ich bin doch schon da. Ich brauche wieder so ein dickes Teil, damit ich nachher richtig wegschroten kann. Es schreit schon nach Täubchen-Action. Hier drüben, Fremder! Ja, hier drüben, ich muss jetzt mal gerade hier erstmal Leben ziehen. Das ist nämlich jetzt nicht schön. Jetzt meine Karte öffnen. Ich habe, ich könnte theoretisch mich auch noch in dieses Motherfucking Vieh verwandeln und mal ein bisschen Klatscherino machen. Oder sind wir schon da? Ich schaffe das nicht. Gib mir mal so eine Art. Du hast gewonnen. Geil. Klare Sache. Ja. Geil. Kampflehre. Diese Erweiterung erhöht die Geschwindigkeit mit der Kriegwaffenerfahrung sammelt seine Ressourcen. Geil. Machst du mir jetzt die Tür auf, Vultan? Subi. Oder ich bin hier. Du gehst nirgendwo hin, Reiter. Du kannst deinem Schicksal nicht entkommen. Abaddon wird gerecht. Das war Abaddons eigene Schuld. Oh, du gehst nirgendwo hin, Reiter. Ich komme schon außer Puste, wenn ich mir nur vorstelle, sie zu töten. Ich setze mich lieber hin und schaue. Ja, Henry, weil du auch ein fucking feiges Glückstück bist. Ja, Uriel, jetzt ist aber mal gut. Schnauze voll, du blöde Kuh. Jetzt hier wird richtig rumgebitscht. Ja, mega. Ah, der chillt da oben und guckt zu. Was ist das hier für eine Scheiße? Truman Show oder was ist da los? Hier ist er mal weggeschlagen. Fick dich, du dumme Nuss. Ich will... Natürlich muss ich von der anderen Seite ran. Hast du jetzt genug, Uriel? Du hast Glück gehabt. Was ist das für ein Glück? Könnte sein, dass du wirklich der bist, der du sagst. Die Täubchen schienen überzeugt zu sein, aber ich bin es nicht. Also noch einmal. Du kennst mich, aber ich kenne dich noch immer nicht. Die Höhle der Quälerin. Die Quälerin ist dahinter. Musste die Durchlässe versiegeln, um ihre Haustierchen von meinem Hof fernzuhalten. Die kleinen Bastarde kamen immer ohne Einladung, haben sich Dinge genommen, die ihnen nicht gehörten. Oh. Ich bin, wer ich zu sein vorgebe. Habe ich irgendwie nicht mitbekommen, dass er gesagt hat, dass er der Reiter ist. Bringe diese Quälerin um.
Vielleicht schaffst du es auch aus diesem Loch heraus. Das wäre Beweis genug. Ich wollte die Truhe noch nehmen. So verspreche ich, werden wir uns unterhalten. Und jetzt verschwinde von meinem Grundstück, bevor noch mehr Tauben kommen und meinen Hof besudeln. Ich wollte doch noch die scheiß Truhe nehmen. Was ist das denn für eine Kacke hier? Doll, dolle Garde hier. Ihr seid doch behindert. Nee. Hier werde ich wahrscheinlich nichts finden, oder? Dann werde ich wie ein Engel hinabgleiten. Ups. Oder auch nicht. Passiert. Hören wir mal zur Quälerin. Also wir können schon mal confirmen, die Hälfte ist bis dato weiblich von diesen Auserwählten. Hat sich der gute Zerstörer so ein Harem gehustet oder what, ey? Oh, hier passiert doch gleich wieder was, oder? Oh, ich seh's jetzt schon kommen. Glaub ich Glück. Das ist mir so friedlich. Ich weiß auf jeden Fall, dass die Quälerin immer recht scheiß Laune hat. Das Becken. Nicht meins, nicht deins, das Taufbecken. Oh, ja. Jetzt werden wir die Quälerin zum ersten Mal in Action kennenlernen. Da ist sie nämlich schon. Und an ihrer Brustbepanzerung kann man schon dezent erkennen, dass sie richtig scheiß Laune hat. Und hier muss ich eigentlich springen. Chip. Ja, ich kann es nicht ändern, bloß ein heftiges Kacki. Ups, 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 sie lässt mich nicht nah an sich heran. Ja, dann spuckt er deine scheiß Laserstrahlen. Lass es bald. Ich werde zu nah, entschuldige sie, Madame. Oh, fuck. Hässliche Parasitenkrabbe. Haben wir's bald? Alter, das habe ich schon wieder nicht getroffen, aber das müssen wir rein. Bin ja schon dabei, auszuweichen. Eieiei. Ich glaube, du hast sie lediglich verärgert. Ja. Mehr nicht. Ja. Lass sie uns suchen und die Arbeit zu Ende bringen. Und dieses Mal spielst du nicht mit ihr herum. Könntest du vielleicht mal eine andere Attitüde an den Tag legen? Das würde mir wirklich gut gefallen. Henry. Die haben es ja nicht geschafft, aber bisher. Habt ihr schon vermisst. Ich habe gelogen. Seelen. Wie viel habe ich denn jetzt auf dem Seelenkonto? Das kann man schon mal so zeigen. Mehr Seelen. Gut, wenn ich nicht so schlampig im letzten Areal gewesen wäre, ich bestimmt noch mehr. Plattform, wir sind an einem fucking Zug. Ben-Imitat.
Komm ich überhaupt rüber? Ah, komm, jetzt locker. Jawohl, endlich mal ein bisschen live. Ich Saft in meinen Adern hab. Würde ich auch hier den Part an dieser Stelle beenden und wir suchen im nächsten Part die Quälerin. Das hat echt viel Spaß mit euch.